Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Diesmal wird es eher um Pistons gehen. Und ich würde mal sagen, da fangen wir auch gleich mal an. Grundlegende Sachen dazu sind, also hier ein Sticky Piston, hier ein normaler Piston. Der hat hier so ein Rotzflatschen drauf und der nicht. Und was das bewirkt, zeige ich gleich mal. So, ich verbinde das erstmal. So. Beide Pistons gehen hoch, beide Pistons gehen runter. Tut man jetzt einen Stein drauf, dann sieht das so aus. Beide Pistons gehen hoch mit den Steinen. Nur ein Piston geht runter mit den Steinen, der andere bleibt oben, der Stein. Das heißt, bei diesem Piston bleibt der Stein nicht haften und hier bleibt der Stein haften. Das heißt, man kann das jetzt hier so oft machen, wie man will. Hoch, runter, hoch, runter. So, da passiert nichts. So. Also, der bleibt einfach immer dran. Er bleibt nicht oben hängen oder so, sondern er bleibt einfach dran. Okay. Was man mit Pistons machen kann. Man kann zum Beispiel, wie ich schon mal in so einem kleinen Let's Show gezeigt habe, das baue ich gerade nochmal, ein Cobblestone Generator. So, da kommt da ein Loch hin, so, und da Lava, und hier entsteht der Cobblestone, und dann kommt da der Piston hin, so, dann muss das hier hochgedrückt werden, hier ungefähr, und hier schließt man jetzt eine Glock an, was ich im vorherigen Tutorial erklärt habe. Zwar auf 4, nochmal auf 4. Und das entgegengesetzt nochmal das gleiche. So, auf 4 und 4. So. Dann verbinden und die Glock anmachen. Ja, mit einer Fackel natürlich. So. Jetzt schiebt das hier schon mal. Dann machen wir das nochmal weg. Das auch. So. Jetzt muss man das hier noch anschließen. So. Hier muss jetzt aber nicht so eine große Verzögerung rein. Also ich baue das jetzt mal. Da reicht so eine Glocke. So, ich baue es nochmal so, wie es da drüben ist. Und jetzt reicht es eigentlich, wenn man es alles auf Stufe 2 stellt. So. Die verbinden wir noch, die Glocke. So. Und machen wir sie mal an. So, jetzt geht das auch hoch und runter. Jetzt verbinden wir das hier. So. Können wir das mal kurz beobachten. Und das funktioniert jetzt nicht. Ganz einfach, weil das jetzt zu schnell hoch und runter geht. Da müssen wir ja ein bisschen mehr Verzögerung einarbeiten. Und jetzt sollte es funktionieren. So. Wie man sieht, funktioniert das jetzt eigentlich perfekt. So. Und hier entsteht jetzt ein Turm. Den kann man einfach so aus der Erde schieben lassen. Und so funktioniert das halt. Okay. Mit Pistons kann man auch sehr gut Türen bauen. Einfach so. Da kann man zum Beispiel... So. Ach, warum dreht sich das so? Genau. Hier einen Stein hin, so. Dann baut man das hier einfach so an die Wand ran. So. Da benötigen wir noch einen Knopf. Der Knopf ist hier. Ich guck mal kurz, ob ich auch aufnehme. Ja, okay. Der kommt hier ran. Dann kommen hier zwei Blöcke davor, so. Dann bauen wir hier noch was drüber, so. Und jetzt muss das aber ausgelöst sein, das heißt, wir bauen jetzt hier einfach, also ich glaube, das war da. So, wenn man jetzt hier nämlich dran drückt, dann geht die Fackel aus und an. Da machen Redstone rausholen wieder. Redstone, nein, Redstone, so. Baut man einfach hier ran. Jetzt ist die Tür zu, drückt man den Knopf, geht die Tür auf und wieder zu. So,
Das wäre jetzt eine kleine Tür. Und dann kann man natürlich auch noch größere Türen bauen. So. So. Und da ist jetzt aber das Problem, also kein Problem, aber es müssen die Pistons schon von zwei Seiten kommen. Also genau das gleiche Prinzip da. Das ist auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Jetzt muss ich das hier so ein bisschen wegreißen, so. Damit das alles hinpasst. Dann machen wir genau das gleiche, bloß halt, ich will jetzt zum Beispiel hier den Knopf haben. Dann mache ich das so. Also wieder das gleiche. Das. Ja, so soll es nicht sein. So auch nicht. Weil das muss immer an die Pistons gerade rangehen. Also es darf nicht über Eck. So, jetzt machen wir noch das gleiche auf der Seite. Da bauen wir mal einen unterirdischen Tunnel. So. Hier runter, da runter, so. Genau, hier durch. Und dann bauen wir da wieder einen Stein hin. So. Jetzt, wenn das Signal hier nicht zu lang ist, sollte es gehen. Und es ist natürlich zu lang. Da müssen wir. Ah ne, ich habe einfach nur was vergessen. Aber es scheint auch nicht zu reichen. Okay, da müssen wir das Signal verlängern durch einen Repeater. Und damit das jetzt aber gleichmäßig funktioniert, baue ich das hier mal alles noch eins höher. So. So, da kommt hier noch eine Verzögerung rein, weil das sonst ungleichmäßig wäre. So. Warum ist das jetzt hier nicht ausgelöst? Ach so, okay. So, jetzt bauen wir da noch ein Dach drüber. So, kann das wieder weg. Das. Genau, so. Und jetzt die Tür zu. Wenn man drauf drückt, geht sie auf und wieder zu. So, das wäre es schon mal zum Türen mit Pistons. Und dann gibt es natürlich auch noch die Variante, immer hier die Pistons irgendwas zu bewegen. Also zum Beispiel das, das. So, und dann könnte man hier wieder einen Piston hinbauen, der wieder das auslöst. Und dann wieder einen Piston, der da wieder was auslöst. So. Das könnte man natürlich noch alles automatisch mit Redstone machen. Das könnte ich ja mal probieren. Ich habe es noch nie probiert. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber es sollte ja eigentlich so. Hier kommt der Block hin. Dann hier ein Repeater. Ja, Stufe 1. Dann muss der hier ausgelöst werden. Der kommt dann auf Stufe 2. Dann der hier. Stufe 3, genau. Und der hier jetzt auf Stufe 4. So. Also da kommt der. So. Sollte man jetzt eigentlich alles so verbinden können. So. Und wenn man das jetzt hier auslöst. So, ich baue mal noch eine kleine Verzögerung rein, damit wir es uns auch gut angucken können. So. Wir haben jetzt hier. So. Da ist der Block da. Das könnte man natürlich noch ewig weit verlängern. Das wäre ja kein Problem. So. Jetzt geht der Block aber nicht zurück. Das wäre jetzt ein Problem. So. Man könnte das jetzt ewig weit bauen. So. Das könnte man als Fabrik nehmen, so als Transport oder irgend sowas. Und was noch zu Pistons sagen gibt. Ich hole mir mal ein bisschen Sand. Noch ein bisschen. Gehört das eine Dekoration oder Werkstoffe vielleicht? Ja, hier. Zuckerrohr. So. So, wenn man den Piston jetzt auslöst und da Zuckerrohr drauf wachsen lässt, was ja nicht funktioniert, weil kein Wasser da ist, dann nehmen wir uns mal einfach eine Kaktusse. Da, okay. Wenn man jetzt hier so einen Kaktus wachsen lässt und das hier unten wegmacht, flutscht der zusammen. Oder wenn man so hier, genau da,
Es geht so nicht. So. Da muss dann. Ach, das funktioniert nur mit Bambus. So, ich mache das hier, wie gesagt, auch nur alles spontan eigentlich. Und so, hier, wenn das jetzt wächst, da habe ich es natürlich wieder falsch gebaut. Wenn das jetzt hier wächst, so, meinetwegen ewig weit hoch, was sowieso eigentlich nicht kann, dann hier, dann wird das auch alles abgeerntet. Also mit Pistons kann man auch sehr gut zum Ernten nehmen. Das werde ich, denke ich mal, auch als nächstes bringen. Ich hatte ja schon mal meine Erntemaschine gezeigt und das funktioniert nach diesem Prinzip. Das wird, denke ich mal, als nächstes kommen. Falls ihr Vorschläge habt, nehme ich die auch gern entgegen und mache das auch gerne. Und jetzt habe ich noch 5 Minuten Zeit. Da könnte ich zum Beispiel mal noch etwas bauen, so. Also man kann sehr viel mit Pistons bauen. Jetzt will ich eine Treppe, eine ganz einfache Treppe. Kann jeder bauen. Ist wirklich eigentlich nicht schwer. Also ich übe jetzt auch schon länger mit Redstone, aber schwer ist das nicht. So, ich komme hier überall die Sticky Pistons dran, damit die Treppe auch wieder eingezogen werden kann. So, und dann bauen wir hier noch Redstone einfach runter. Da fehlt noch eins. So. Komm. So, genau. Und genau, da baue ich jetzt hier mal so schnell eine Wand hin. Sollte eigentlich nicht so lange dauern. So, man kann da natürlich auch richtige Treppen ausfahren. Ich fahre jetzt einfach nur mal so ganze Blöcke aus. Das geht aber auch. Denke ich mal, so. Perfekt. Und jetzt hier einfach eine Fackel dran. Und da kann man hier hochklettern. Die nächste Etage oder da macht man es einfach wieder weg. Man könnte auch mal hier noch einen Hebel dran bauen. So. Baue ich das hier mal noch einen Block hoch. So. Genau dahin. Und da funktioniert das genauso. Das sind alle solche Sachen, die man mit Pistons bauen kann. Ich guck mal, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, ich habe noch ein bisschen. Man kann jetzt zum Beispiel auch so bauen, dass wenn hier eine Steindruckplatte nimmt, dann hier drunter, so wird das Signal ja ausgelöst. So, es leuchtet. Jetzt will man hier so einen unsichtbaren Weg haben. Da baut man hier einfach so ein bisschen was hin. Kommt drauf an, wie lang man es haben will. Und dann baue ich hier noch sowas, was man erreichen muss. So. Und genau hier noch lang. So, man könnte natürlich hier auch alles Repeater hinten an die Pistons dran setzen, aber ich mache hier so Redstone drüber. Wenn sich jetzt drauf stellt, wird das eingezogen wieder zurück. So, dann kann man das hier natürlich wieder hinbauen. So, bauen wir es mal einfach drei Blöcke hoch. So, da drüben noch. 1, 2, 3. So. Jetzt kann man zum Beispiel hier. Ach. Ich hoffe, das fackelt Redstone nicht weg. Ja, doch, macht's. So, das geht zum Beispiel nicht, weil Redstone bei Lava kaputt geht. Wusste ich jetzt so auch nicht aus dem Kopf, aber jetzt wissen wir's. Und so, jetzt kann man versuchen, hier schnell drüber zu rennen, ohne in die Lava zu fallen. Das wäre zum Beispiel sowas, oder es wird da auch gehen, wenn das jetzt hier ausgelöst ist. So. Braucht man noch eine Fackel? Guck mal, dass ich meine Zeit nicht.